Und da sind wir auch schon wieder. Machen direkt weiter. Wir sind ja immer noch auf dem Weg zu der Quest von Gallia. Und wenn ihr auf die Karte schaut, werdet ihr Folgendes feststellen. Da ist ein Event. Mitten, richtig, dort wo wir hin müssen, nämlich genau hier hin, gibt es ein Event. Da müssen wir uns vielleicht erst ein bisschen darum kümmern und dann ein bisschen darum kümmern. Mal sehen, was so alles kommt. Ja, gucken wir mal. Lass uns mal eventen. Wehrt die Spektralwaffen ab und übergebt sie an Bianca. So, mein Sternchen ist übrigens exakt hier. Mhm. Wo ist Bianca? Wahrscheinlich im Zelt, oder? Ja, bei Bernhard wird sie sein. Jo. Hier ist Bianca im Zelt. Und da draußen sind doch hier so Spektraldinger. Sind das die Sachen, die wir abwehren sollen? Ja, irgendwie schon, ne? Spektral hier, Spektral da. Nein. Nö. Aber hier, dann kommt doch mal her und wir spektralen mal so hier. Ja. So. Komm her, du Spektralgötze. Ausweichrolle und Erdbeben. Da liegt ein Spektralhammer. Liegt dann den aber immer nur einer. Okay, dann ist das hier mein nächster. Das meinte ich vorhin, dass die Mobs einen gerne unterbrechen, wenn man hier irgend sowas mit Fokus startet. Den Spektralhammer muss man da reinbringen für die Perle. Ja, genau, zu Bianca. Und das macht dann immer, so wie wir es kennen, immer 1, 1, 1. Wir gehen trotzdem zusammen voraus, dass wir dann alle mal einen kriegen, denke ich, oder? Hat denn von euch schon jeder einen abgegeben? Ja. So, ich habe jetzt auch einen abgegeben, dann haben wir ja zumindest schon mal das Event gemacht. Hier liegt einer. Wenn einer noch nicht abgegeben hat, dann bitte. Ne, wir haben alle. Da nehmt ihr ruhig. Guck mal, hier sind gleich zwei. Das ist schon eher meine Kragenweite. Drei, genau. So. Ach, hat er mich trotzdem noch rechtzeitig interrupted. Der Unhold. Der Schlingel. Soll jetzt den anderen dran mit aufheben? Ich hab. Ich hab auch einen. Dann müssten nach Adam Riese ja alle zwei abgegeben haben, ne? Jawohl. Jo. Gut, sollen wir dann das Sternchen mal? Nee, wir müssen ja schon wenigstens warten, bis das Event zu Ende ist, denn sonst nutzt das ja nichts. Können wir noch den einen oder anderen Spektralhammer? Ich denke mal, der ist es jetzt. Wenn du den abgibst, dann. Dann läuft noch ein bisschen Timer. Und dann ist es zu Ende. Genau, 30 Sekunden haben wir dann noch. Das reicht, wenn ich den kaputt haue. Bin ich mir relativ sicher. Ja, das hat ja mehr was dazu, glaube ich, mit der Höhe der Punkte, die man bekriegt, ne? Ja. So, 10 Sekunden noch. Das reicht dicke bei mir. Na, gib ab. So. 5, 4, 3, 2, 1. Und, gut, jawohl. Guck mal, das gibt sogar Gold. Es gab auch für zwei ja schon Gold, wisst ihr? Wahrscheinlich gibt es für einen Silber und für gar kein Kupfer. Hier ist noch ein Spektralhammer übrigens. Du, ja, den nimmt ja aber jetzt keiner mehr ab. Guck mal, Bianca, was schön ich hier für dich hab. Wie schön durch sie. Hier, ein Heimerchen. Bianca! Aber Bianca, nun sei doch nicht so. So, hast du nur davon. Ja, bevor wir jetzt starten, also ich war ja im Beinhaus, dort haben wir ganz ordentlich aufgeräumt mit einer bestimmten Einheit, dann wieder bei Treherne gewesen und als nächstes soll der Pakt die Versorgung mit Leichen nochmal unterbrechen. Genau, und dafür haben wir das Schiff versenkt mit dem Nachschub und du greifst hier direkt irgendwie den Nachschub an. Jetzt macht hin, weil jetzt fängt das nächste Event an. Aha.
Ossarium der unruhigen Toten. Da ist ja unser Kumpel. Ja, das macht mich... Hallo? Wer ist denn da reingerannt und spricht? Ich nicht. Ich bin vorgerannt. Satans Nachschub aufzuhalten. Aber ich habe nirgendwo angeklickt. Unser Ziel ist die Kathedrale des ewigen Leuchtens. Ja, wir werden sehen. Also ich bin ja langsamer. Sie ist im Grunde die Fabrik, die Satans Horde produziert. Ich habe vor, sie zu schließen. Und ich schicke einen Einsatztrupp, um das zu tun. Wir wissen nicht genau, wie sie funktioniert. Also begleite ich das Team, um sicherzugehen, dass wir alle nötigen Rituale haben, um die Sache zu erledigen. Wir nehmen auf dem Weg Verstärkungen auf. Kommandeur, ihr führt den Einsatztrupp und schützt mich, während ich die Rituale durchführe. Noch Fragen? Nein, Marshall. Es ist überfällig, dass wir Satan zwingen, seine Schlachten selbst zu schlagen. Er läuft aber trotzdem über Gallia al-Rauna. Bereit, wenn ihr es seid. Ist der Kommandeur. Auch ich wenn lese ich, noch. Auch wenn ich hier zu weit vorstehe, ist es trotzdem deine... Anstatt sich hinter seinen Dienern zu verstecken. Ja, Gallia braucht noch einen Moment. Okay, jetzt bin ich soweit. Und da ist das nächste Sternchen, dann nehme ich doch mal an, dass wir da hin müssen, ja. Ne? Da geht's auch schon heiß her. Nächste Sternchen. Vorsicht, da sind wieder die Hühner. Ja. Die Rache des Chicken McNuggets. Führt uns hier hinauf. Das ist hinauf. Ja auch so eine Art auferstandenes Hühnchen. Hoffentlich ist das Cross. Ja, also wenn ich damit fertig bin, dann ist das durch. Könnte sogar ein bisschen zu schwarz sein. Jo. Macht die mittlere Plattform des Tempels frei, damit Traherne sein Ritual vollziehen kann. Aha. Das wird wohl das in der Mitte sein, ne? Ja, so denke ich mir mal, ne? Die mittlere Plattform halt so. Ja. Meistens ist sie in Mitte dann. Da ist dann auch so ein Kreis. Ja. Das sieht dann alles sehr mittig aus hier. Ui, wer ist er denn? Irgend aus Leichenteilen zusammengesetzte Bestie. Nicht schön. So, das haben wir doch schon mal ganz ordentlich freigeputzt. Jetzt ein bisschen. So, ich glaube, das Ganze. Einst begruben die Orianer ihre Toten hier. Mann, schlaber nicht so viel, mach deinen Job. Das gehört zum Ritual. Mein Ritual zeigt uns, wie die Priester ihrer düsteren Aufgabe nachgingen. Aha. Wow, Vorsicht. Bevor Orr versank, war dies der Ruheplatz von Lissas treuesten Anhängern. Die Verstorbenen wurden hergebracht, damit man die Begräbnisriten vollziehen konnte. Ja, heute schon was vor? Wo geht's weiter? Irgendwie wird mir noch nichts gesagt. Wo ist denn der Traherne hingerannt? Wir müssen diesem Pfad folgen, um bleib zu bei sehen, Traherne, wo man die ja, weiß, wo's lang geht. Okay. Ah, jetzt wird mir auch ein neues gezeigt, so in diese da Richtung. Da hinten, ne? Ja. Moment, mal gucken. Ah ja, da hinten links. Ich glaube, jetzt müssen wir einmal rundherum sämtliche Plattformen nacheinander leer schalten. Jo. Ja, da könntest du recht haben. Ach, weißt du, wenn der uns in Ruhe lässt? Ja, ne, lass den doch da flattern, das macht uns doch nichts. Ah, wir haben hier schon genug Geflatter liegen. Guckt euch das mal an, das ist so ja ordentlich. So sieht's nämlich aus.
So, und jetzt nochmal das Erdbeben und hüpf. Ja, nix. Schade. Aber ich bin medizinisch etwas unterprivilegiert. Sie ist auch Champion, nur mal zur Information, unsere Lissa-Priesterin. Jo, hab ich gerade gar nicht gesehen. Als ob ihr das was nützen würde für unsere Macht. Bei der ewigen Alchemie, hinfort mit dir, du Scheusal! Wie faul bist du, Karl Nomor? Jawohl. Oh, wieder eine vergoldete Kiste. Was ist darin? Was ist darin? Eine Schriftrolle des Wissens. Doppelklicken, um einen Fertigkeitspunkt zu verdienen. Ich glaube, die spare ich mir auf für, wenn die Daily sagt, sammle Fertigkeitspunkte. Kommt mir vor wie ein kluger Plan. Ja. Was übrigens auch ein kluger Plan wäre, wenigstens die grünen Sachen erst dann zu zerlegen, wenn man geguckt hat, ob man das nicht vielleicht brauchen kann. Finde ich auch. Gedanke, kleiner Deutran. Nur so ein Gedanke. Mal schauen, das welche Plattform nehmen wir jetzt? Sollen wir einfach irgendwie im Kreis weiterlaufen? Ja, warten bis Johann sagt, wo es weitergeht, ne? Sonst wissen wir jetzt nicht, ob Uhrzeiger sind oder... Gegen. Die Hinterbliebenen spielten dabei eine große Rolle. Hier ermutigte man sie, Schmerz und Wut über ihren Verlust zum Ausdruck zu bringen. Sie mussten diese zerstörerische... Ich glaube, wir brauchen nur in die gleiche Richtung gehen, wo Lusa hingeht. Konnte. Das ist ja richtig schön, was er erzählt, muss ich ehrlich mal sagen. Also nach rechts rum. Ja. Ich weiß nicht, ob der Brausewind sich das so drauf einlassen kann. Ich muss mein Ritual an jeder Schlüsselposition durchführen. Oh, sei mal so nett und mach dir mal so ein Kreuz auf dem Kopf. Ich werd verrückt hier, wenn ich den nicht sehe und immer alles suchen muss. Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Moment, so, greift bitte sehr. Greift mein Ziel an! Oh, danke! So, hallo. Dann mal ab mit uns. Nein. Joje. Ach, guck mal, da ist unser Veteran warten wieder. Warten wir jetzt, bis irgendwie der Veteran weiterflattert oder legen wir uns mit dem an, weil uns das zu lange dauert? Wir legen uns an. Ich hab mir gedacht, dass du das sagst. Ja, in diesem Fall aber auch. Obwohl, da, weil da hinten ist gleich der nächste. Er hat so ein Schild, jetzt nicht drauf, Carsten, sonst sprengt ihr euch selber in die Luft. Jetzt könnt ihr wieder. Ach, der. Völlig problemlos. Ja, hallo, das war ein Veteran, das muss doch klappen. Ja, Trehorn, wir haben dich gut beschützt. Kannst ruhig aus deiner Ecke rauskommen. Ja, gut, der sich dafür in dem Loch verkrochen war. Ja, also. Warum hat er denn so eine Zielscheibe für mir, ne? Ja, weil ich die da hingemacht habe. Ja, weil ich darum gebeten habe. Ach so. Damit wir den besser erkennen können. Das ist aber nur der. Wir sehen das, der Feind nicht. Jetzt haben wir die Spiegelbucht entdeckt und müssen gerade wie immer und so. Zack! So, welches Ritual Magie stattgefunden haben. Und ein Metzern war, glaube ich, der Ausgangspunkt. So, und da das, was übergeblieben ist und keinen Schaden hat, ist natürlich wieder. Und wenn ich dieses Erdbeben mache und wenn das dann langsam anläuft, dann switche ich immer schnell auf eine andere Einstimmung, weil immer wenn ich die Einstimmung wechsle, habe ich kurz einmal Wut und was auch immer. Aber vor allem Wut ist da ganz praktisch. Höhere Crit-Rate. Aber schubsen kann man den nicht, das steht mal fest. Ja, also bei Champions ist das so, dass sie irgendwie relativ unempfindlich gegen sowas sind. Die haben hier Unerschütterlichkeit und Trotzigkeit.
kriegt sie nochmal ordentlich einen aufs Dach, dann muss das passen. So. So. Und jetzt schauen wir mal eben, was hier das nächste Ritual ist. Und dann müssen wir auch wieder einen Cut machen. Bekämpft das Unbekämpfte. Er kriegt eigentlich immer die Truhen, weil ich habe noch keine gekriegt. Ach, das ist Zufall. Der nächste Schritt war vor allem symbolisch. Aber arm wie reich befolgten ihn. Sie boten kostbare Geschenke, um die Priester zu überreden, den Toten wiederzubeleben. Natürlich lehnten die Priester ab. Aber das Anbieten und die Annahme der Ablehnung blieben Teil des Ritus. Na sowas. Warum nehmen die das denn ab, die Priester? Sollte nur noch eine Plattform übrig sein. Ja, dann müssen wir den hier jetzt auch nochmal eben... Ja, ich mach jetzt eben einen Cut, und dann geht's direkt im Anschluss weiter. Und Cut.